Hey, ich wünsche euch herzlich willkommen, da geht's schon los. Ich heiße euch herzlich willkommen zum neuen Spiel. Wir spielen jetzt das Horrorgame Blink. Und das hat eine ganz besondere Besonderheit. Und zwar sieht man das Blinzeln der Augen. Ich muss dazu sagen, ich habe die Demo schon mal gespielt, aber wollte ich auch aufnehmen, aber habe ich nie hochgeladen, weil ich sie dann auch abgebrochen habe, weil mich das Blinzeln einfach genervt hat. Weil das irgendwie den Spielfluss gestört hat und ja, ich fand es irgendwie komisch. Also, ich fand nicht, dass es jetzt ein gutes Spiel werden können und ein gutes Video. Aber ich habe mittlerweile viel Feedback zu dem Spiel gehört. Auch von euch in der Community. Ein paar haben mir das schon vorgeschlagen. Und auch so generell ist das Feedback gut. Vielleicht haben sie diesen Effekt jetzt angepasst. Deswegen habe ich gedacht, schauen wir mal rein. Falls ich das Video hochgeladen habe, ist es anscheinend nicht mehr so schlimm. Ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Aber ich gucke erstmal kurz in die Settings und dann machen wir ein neues Spiel. Schade, man kann es nicht auf Deutsch umstellen. Na gut. Neues Spiel, wie gesagt. Thank you! Errungenschaft freigeschaltet. Ja, bitteschön. Ist eine Persönlichkeit getrieben von Erinnerungen oder ist es irgendwas, was tiefer verankert ist? Das ist die Frage, nach der wir eine Antwort suchen. Dr. Wieder oder sowas? Klingelingeling. Hier kommt der Eiermann. Der Eiermann ruft an. Oh! Okay, da haben wir das Blinken auch schon. Ich muss sagen, es sieht besser aus als die Demo, die ich da... Oh, es sieht gar wirklich, wirklich gut aus. Besser als die Demo, die ich damals gespielt habe. Okay, komm, gehen wir erstmal ans Telefon und gucken uns da. Ich sollte wirklich ans Telefon gehen. Okay, das sind keine Augen. Das ist nur was anderes. Finally, this is the fourth time I've tried to get a hold of you. What were you doing? Schlafen. Sorry. Jesus, you weren't sleeping, were you? Of course not, doctor. Never mind. How's Lily doing? Is she around? She's upstairs playing at the moment, but I can go get her if you give me just one second. Don't worry about it. I do need a favor, though. I'm gonna be later than expected. Could you extend your shift? Absolutely anything for you, doctor. That won't be the problem. You just have to let me know when you'll be back. Thanks, you're a lifesaver. Go ahead, do her cake. It's in the kitchen. After, get her present and give it to her before she goes to bed. It's a rabbit doll in my room. Upstairs, across from Lily's. It'll be in one of the cabinets. Did you get all that? Yes, I've got all that. The cake is in the kitchen, and you've left a rabbit doll for her in your room. Good. I'll call back in a little bit to check up on things. Thanks again. Okay, also, wir sind scheinbar ein Babysitter. Und das Mädel von dem Dr. Wieder, ja, ist oben und spielt. Und wir sollen sie jetzt gleich ins Bett bringen. Family where life begins. Eher where life ends, ne? Okay, wir sollen sie oben ins Bett bringen. Gleich, aber sollen ihr noch einen Kuchen geben, der in der Küche steht? Ich sehe ihn schon. Und in seinem Büro liegt eine Hasenpuppe, die wir ihr schenken sollen. Also ich weiß nicht, ob sie Geburtstag hat oder so. Ah, guck mal hier. Was ist? Ah! Beleuchtete Lichtschalter. Das ist mal ein Luxus. Okay, diese Eingangstür erinnert mich ein bisschen an Visage. Da konnte man auch so rausgucken, ein bisschen in die Nachbarschaft. Okay, ich kann auch hocken. Sehr schön. Dann gucken wir uns erstmal ein bisschen um, was wir hier so sehen und finden. Auf jeden Fall Notes, die lesen wir gleich. Fotos von hübschen Frauen. Da war eine und hier auch. Das ist das Mädel. Nein, es ist die Tochter wahrscheinlich. R to reset orientation. Ah, nice. Zoom slide. Okay. Und dismiss. Alles klar. Licht an und aus. Tür auf und zu. Oha. Was ist denn hier? Stromkasten. Warum ist es eigentlich immer so dunkel? Fangen wir mal hier an. Ah, viel besser. Viel
besser. Mein Kabel nervt. So, also. Gucken wir uns mal ein bisschen um, ne? Die Camp. Full Audio Support und Clear Picture. Also, wenn ich mir so den Fernseher ansehe, würde ich mal sagen, das spielt so in den 70ern. Vielleicht auch 60ern. Irgendwie so einen Dreh. Ich weiß nicht, wann man solche Fernseher hatte. Mit Holz verkleidet. Was haben wir hier? Letters Books, okay. Sieht aus, als ob man erst eingezogen wäre. Oh, ein Geschenk, ein kleines. Oh, direkt unterm Chuck. Das finde ich sehr entspannend. Okay. Das mit dem Augenblinzeln geht tatsächlich noch. Es ist echt gewöhnungsbedürftig. Verlagert den Licht draußen. Es ist echt gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, es geht. Ich frage mich auch, ob das öfter passiert, wenn man sich mehr bewegt. Hier sind noch mehr Fotos. Die meinte ich hier. Okay. Das ist dann wahrscheinlich unsere Frau. Das ist unsere... Was? Was war das? Ach so, der Doktor will gleich nochmal anrufen und fragen, ob wir auch wirklich alles geschafft haben. Ne? Ob wir wirklich alles gemacht haben. Okay. Ich war mal öfter in meinem Skiurlaub oder so. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das einfach nur hier Walking Sim und Story ist oder ob wir wirklich irgendwelche Rätsel machen. Ja, wenn ich jetzt den Ventilator sehe, dann muss ich auch direkt irgendwie an 60er denken. Also es spielt wahrscheinlich eher in den 60ern. Ich mag dieses Ticken der Uhr. Wäre nur schön, wenn hier auch irgendwo eine wäre. Ist doof. Das ist so cool, wie wir auch einfach rausgucken können. Das ist richtig toll, sowas. Sonst siehst du halt immer nur Büsche oder sowas und hier siehst du richtig den Rest deines Hauses. Wo plötzlich einer stehen könnte oder sowas. Da ist tatsächlich irgendwas am Herfliegen. Ach, das sind Motten. Motten im Licht. Das ist ja cool. Guck dich mal das Detail an. Wir können reinzoomen. Warte. Chuck, geh aus dem Weg. Ach, schade, es geht nicht. Okay. Mit mittlerer Maustaste kann ich reinzoomen. I am Brad. Okay. Die Pfanne hatte auch schon mal bessere Tage hinter sich. Vor sich. Wie sagt man? Ist einfach umgezogen hier? Oh. Aha. Leider so arschdunkel, dass man nicht sieht, was im Schrank ist. Gut, ich gucke mal, was hier ist. Und ob ich die Uhr irgendwo finde. Lily! Ah. Wonder where she went off to. Lily, ich frage mich, wo sie ist. Okay, es ist 9:30. Zeit fürs Bett. Ah, der Esstisch. Oh, Lily hat vielleicht gemalt, hä? Gerade noch. Ein Schmetterling? Aber da ist ein echter Schmetterling und der sitzt auf einem Mann mit einem weißen Gesicht. Das ist irgendwie creepy. Da ist noch ein Buch. Aha. Zoom, slide. You have now delved deep into the dusk dimension. Every Tuesday, Wednesday and Friday at 6 p.m. Yes. Scheint eine Sendung zu sein, the dusk dimension. Die Staubdimension. Oder sowas. Popular psychology. Also beliebte Psychologie. Das neueste in der seltsamen Welt der Gehirnwissenschaften. Können wir die Geheimnisse des Verstandes entschlüsseln? Wir schauen uns das Camp Research an. Was auch immer, es ist von Alan Fisher. Das Center für zu Applied angehängte Erinnerungspharmazeuticals Camp hat Wellen. Früher dieses Jahres, am Anfang dieses Jahres Wellen geschlagen, nachdem sie
das erste Mal erfolgreiche Tests eines neuen Medikaments gemacht haben, die das Gehirn unterstützen, um gegen frühe Stufen von Demenz anzukämpfen. Aktuell trägt es den Namen Envigoa und wird seit 1961 entwickelt, mit der Hilfe von finanzieller Unterstützung der Regierung. Falls Envigoa sich beweist, kommerziell erfolgreich zu sein, dann sollte das den Weg ebnen für mehr Projekte für Camp, die versprochen haben, das menschlichen Verstand beherrschen zu können. Und das noch, bevor das Jahrtausend anbricht. Ja, nice. Okay, also spielt in den 60ern. Ich gar nicht mal so unrecht. Die kleine Hakeldinger da. Fühlt ihr euch auch so unwohl, wenn ihr da rausguckt? Oh, eine Tür. Sieht so aus, als ob sie schon ein Stück hatte. Oh. Vielleicht leiden wir auch unter Demenz. Und alles ist irgendwie komisch. Ziemlich gut gemalt für eine 10-Jährige. Okay. Wow. Lilly. 1968. Ich habe 69 gesagt, oder? Guck mal, hat ja eigentlich nur gute Noten. Aha. Überall A, 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 A. C ist eine 3. A, B ist eine 2. Was ist denn U? U, S, S, U. Ach so. Hm. U heißt unsatisfactory. Unzufrieden. Unzufriedenstellend und zufriedenstellend. Okay. Also in Musik ist sie nicht so gut. Da hat sie nur eine 3. Und in Arithmetik. Was ist das denn nochmal? Achso, das ist wahrscheinlich Verhalten. Beeilt sich, ist ehrlich. Stimmt beides nicht. Ist cautious? Hab vergessen, was das heißt. Reliable? Verlässlich? Ja. Aktiv? Und ja. Gibt was Preis? Ja, auch. Ist vorsichtig im Umgang mit Sachen? Stimmt nicht. Konzentriert sich auf ihre Arbeit? Stimmt nicht. Und steht und sitzt richtig. Ist, Loretta... Nee, later wieder. Ist die Mutter, die das Zeugnis unterschrieben hat anscheinend. Was haben wir hier? Ich und Mom. 1966. Okay. Wenn jetzt 68 ist... Stand hier was von 68? Nee, hier, warte mal. Mal weg. Genau, jetzt ist 68, 6, 7, 8, 2, da war sie 8. Okay. Wir müssen alle Informationen sammeln, die uns das Spiel gibt. Gibt es hier Lichtschalter? Scheint nur so eine Art Lager zu sein. Warum gibt es hier kein Licht? Wollen die einen eigentlich verarschen, wenn die so einen Raum machen, wo du nichts siehst? Okay, einen Text haben wir noch vor uns. Der lag hier. Oh, wir können rennen. Okay, vielen Dank nochmal, dass du auf Lilly aufpasst. Ihr Geburtstagsgeschenk sollte später ankommen. Der Kuchen ist in der Küche. Gib ihr aber nur ein Stück oder sie bekommt Bauchschmerzen. Nachdem du das getan hast, halt sie einfach von Schwierigkeiten fern. Wie wir gesagt haben am Telefon, sei einfach geduldig mit ihr und es sollte recht einfach vonstatten gehen. PS, sei nicht überrascht, wenn du nicht viel von ihr siehst. Sie strebt eher danach, auf sich selbst aufzupassen, wenn es ihr nicht so gut geht. Oder wenn sie sich unwohl fühlt. Okay. Also ist Lilly nicht da. War die Tür gerade schon da? Aha. Lilly? Das sieht doch nach Arbeitszimmer aus, oder? Hä? Ach, nur ein Schatten. Nur eine Spiegelung. Können wir den drehen? Schade. Die Welt, wie wir sie kennen. Wie wir sie kannten. Der Vater ist Hutträger. Was ist das? Latitude. Ach, der Sternenhimmel wahrscheinlich. Sternkarte. Hör mal auf hier. Ein Tape. Ein Tape, was beschriftet ist mit Nummer 7.
Nummer 47 wurde zum Inventar hinzugefügt. Nummer 47, aha. Gedanken Nummer 47, okay. Jetzt brauchen wir nur noch einen Tape-Player. Ah ja, was für ein Zufall. Oh, Anleitung. 4K-Techniker. Ja, nice. Rechts klicken, um eine Kassette auszuwählen. Links klicken auf den Play-Button. Genießen. Das Audio-Tape wird automatisch zurück in dein Inventar gebracht, wenn es fertig ist. Rechts klicken, um das Band vorher rauszuholen. Aber erstmal gucken wir, was es hier noch so gibt. Ah, okay. Jeden Morgen wacht John Doe auf mit einer heißen Tasse Kaffee und der Morgenzeitung und seiner wunderbaren Familie. Ja, der alte John hier lebt das perfekte Leben. So wie die meisten rotblütigen amerikanischen Männern steht die Familie an erster Stelle. Was kann auch mehr wichtiger sein als die Familie? Hier verbringt John die Zeit, das Wochenende, ein wunderschönes Wochenende mit seiner Frau und Tochter. Das Leben ist einfach nur gut. Das Highlight der Ferien, der Winterferien. Also Holiday ist, glaube ich, meistens eher so Weihnachten. Daisy Dots. Okay. Es wird in klassischem Gelb ausgeliefert. In hellem Blau und vibrierendem Grün. Sammel sie alle. Okay. Scheint wohl dann hier irgendwo drin zu sein, oder? Was haben wir denn hier? Oh Gott, so viel Text. Warte mal, Slide können wir doch... Slide. Ah ja, super. Okay, 6. Juli 1967. Patient William Brown. Patient 44295 oder Insasse. Psychiatrist soll noch zugewiesen werden, soll rehabilitiert werden. Geschichte des Patienten. Brown wurde dabei überführt, dass er seinen Vater im 16. August 1960 ermordet hat. Er war ja gerade 13 zu dieser Zeit und wurde wie ein Erwachsener behandelt. Seine Verteidigung hat versucht zu behaupten, dass es ja eine Geisteskrankheit ist, aber Brown hat sich schuldig bekannt, hat sich ja allen Anklagen schuldig bekannt, die gegen ihn anstehen, und hat angegeben, dass er bei klarem Verstand ist. Er hat 4 Jahre in Juvet, keine Ahnung, verbracht, bevor er in die Colorado St. Penn überführt wurde. Kurz nachdem er überführt wurde, hatte Brown eine gewalttätige Konfrontation mit einem anderen Insassen, mit einem Schnürsenkel, den er irgendwie bekommen hatte. Okay. Er wurde quasi in die Solitary Confinement, Resozialisierungs Einzelhaft, glaube ich, und wurde dann wieder in ein normales Gefängnis gebracht, mit normalen Insassen innerhalb der letzten Monate. Browns Verhalten ist ruhig und er bleibt meistens bei sich. Es sieht so aus, als ob er sich artikuliert und alles liest, was er kann, dass er in die Hände kriegt. Also sich gut artikuliert und alles liest, was er kann, was er in die Hände kriegt. Es gibt keine Geschichte von Medikamenten, die er bekommen hat. Okay, Case closed. Vermisste Person, häusliche Gewalt. Okay. Officer. Case closed, Fall geschlossen. Weapon Code. Hands, Feast, Fist, also geschlagen. Okay, wer hat wen geschlagen? Vermisste Person und häusliche Gewalt. Ist jemand abgehauen? 13. November 69. Stehen leider keine Details. Vielleicht auf der Rückseite?
Okay. Hat der liebe Doktor vielleicht seine Frau geschlagen? Sleepy Old Bookstore. Ja, verschlafene Bücherladen. Okay, was wurde hier denn? Cash, jetzt eine Quittung. Große Bestellung. 50 Evans Road, Kansas City, okay. Kansas City, Colorado. 55 Stück. Tales from Violent Valley. Also Spuren aus dem Tal der Gewalt. $492,25. Elijah Vida. Das ist wohl der Arzt. Hat er 55 Exemplare von gekauft. Warum? Halt, da ist noch eine zweite Rechnung. Die ich leider nicht öffnen kann. Okay. Scheinbar mag er Bücher. Sollte hier nicht irgendwo so eine gelbe Puppe sein? Ich versuche mal das Tape abzuspielen. Ja. Achso, und dann Play drücken. My face today. Leda was hesitant about the move and mentioned a variety of concerns. She kept mentioning the difficulty of moving. If that's a problem, then I'll take care of it, I thought. It was supposed to be a surprise. It was supposed to make her happy. It wasn't. I'll just have to prove to her this is a good thing. This is an opportunity for all of us. Ich habe kein Wort verstanden, ehrlich, ich habe kein Wort verstanden. Effort at being thoughtful blew up in my face today. Leda was hesitant about the move and mentioned a variety of concerns. She kept mentioning the difficulty of moving. If that's a problem, then I'll take care of it, I thought. It was supposed to be a surprise. It was supposed to make her happy. Was ist das? The Lost Chapter. Eine Möglichkeit für uns alle, verstehe ich nur. Was für ein verlorenes Kapitel habe ich denn aufgehoben? Einfach irgendein Collectible. Kann ich wieder Rechtsklick machen? Nice. Cool gemacht. Okay. Die scheiß Puppe finde ich nicht. Aber vielleicht ist sie auch oben. Ich meine, er hat was von oben gesagt. Oh, hallo. So, mehr finde ich hier nicht. Gehen wir mal hoch. Ich glaube, wir werden ein bisschen länger in diesem Spiel verbringen. Weil ich mir halt alles so gerne angucke, ne? Hier. Lily? Warum schließt du deine Tür ab? Ich bin es nur. Die freundliche Babysitterin, da ist auch noch was. Aha. Noch eine Seite oder so. Aha. Lily. Lilys Zimmer. Lilly! Geh einfach weg. Ich will jetzt alleine sein. Komm später wieder. Oh, ein weiteres Tape. I should give her a present. Maybe that will cheer her up. Vielleicht sollte ich ihr Geschenk geben. Das mutet sie vielleicht auf. Was ist das? 3. Guys. Da ist ein Code. Wonder. Open. Close. Dormant. Ich hab's leider nicht gehört. Wir gucken uns erstmal um. Ich mach gleich nochmal an und guck mal, ob ich was höre. Oh, hier.
Habe ich es jetzt genommen? Hä? Genau in dem Moment habe ich geblinzelt und ist weg. Okay. Lilly wieder, vierte Klasse. 15.09.78. Was? 78? Wieso sind wir denn jetzt in den 70ern? Von Sarah Johnson aufgeschrieben. Beschreibung der Verletzung. Lilly hat einen anderen Schüler geschlagen, nachdem der besagte Student eins ihrer Zeichnungen weggenommen hat. Normalerweise würde ich ein Disziplinarverfahren für beide Studenten eröffnen, aber in diesen Situationen eröffnen, aber die Zeichnung war von Lilly und jemand, der Grace heißt. Und es ging darum, sich über das Gewicht eines anderen Schülers lustig zu machen. Selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hat Lilly kein Recht, physikalische Gewalt anzuwenden, wenn sie frustriert ist. Okay. Disziplinar erfolgreich, Guidance Consular Visits. Also irgendwelche Besuche. Geführte Besuche. Lilly hat also ein Problem. Lilly ist ziemlich gewalttätig. Ich glaube, darum ging es dann auch in dem ersten Tape, das wir gehört haben. Weil ich meine, da wäre auch was mit Schlagen gewesen. Oder so. Alle Türen sind hier abgeschlossen. Okay, versuchen wir nochmal hier das Radio. Hinweise, Clues. Das verstehe ich nicht. 3-0. Okay, keine Ahnung, ob ich dieses Rätsel lösen werde. Da ist da doch... Der saß doch gerade da hinten. Der Hase will mich verarschen. Okay, jetzt macht das mit dem Blinken natürlich Sinn. Welcome back. Wall breaking news. Real news from real people. Natürlich. A small Colorado town is still shaken by the disappearance of Grace Patterson, a babysitter who attempted to kidnap the girl she was watching over. The night of the kidnapping, the parents returned home earlier than expected. When they arrived, they found Patterson driving away in a hurry. Patterson ended up in a high-speed chase with the parents following the abduction, with the child in the back seat. Patterson lost control of the vehicle, ramming into a tree, ending the pursuit. By the time law enforcement arrived, Patterson was gone, though the girl was safe, sustaining only minor injuries. Patterson, aged 18, had been babysitting for the couple for about a year before the incident. Neither the detectives or parents are aware of the Okay. Oh! Was zum? Also es ging um ein Kindermädchen, das Mädchen, auf das sie aufpassen wollte, entführt hatte. Und die Eltern kamen eher nach Hause, deswegen haben sie auch gesehen, wie sie mit dem Mädchen abgehauen ist. Und auf der Flucht ist sie gegen einen Baum gefahren. Das Mädchen hat zum Glück überlebt mit nur leichten Verletzungen, aber von der Babysitterin war keine Spur. Hallo? Hier sind auch wieder diese Schmetterlinge. Schmetterlinge, die hatten wir doch schon mal. Die hat das Mädel gezeichnet, Lilly.
Lily? Okay, es ist tatsächlich pretty good, das Spiel. Ich habe aber immer das Gefühl, auf einmal erscheinen hier Türen, die hier vorher nicht da waren. Wir können in den Garten gehen, okay. Es ist auf einmal... Gerade eben war es noch 9:30 oder sowas. Warte mal. Okay, die Bilder sind gleich. Hat sich nichts verändert. Gehe ich jetzt wirklich in den Garten? Will ich in den Garten gehen? Wir können auch zu dieser Tür vielleicht gehen. Oh, oh Gott. Okay. Die Tür, habe ich die aufgelassen? Keine Taschenlampe. Okay. Oh, hier ist auch noch was. Ah, ein Sammelbild. Alles klar. Ich glaube, das ist der Kühlschrank, der so rumpelt. Das ist ja cool gemacht. Gibt es hier vielleicht auch noch was? ...54... ...71... Und wir hatten 30. For extra vitamins, a pill to go to sleep, a pill to wake up. Why not a pill to make you feel good? Nochmal verifizieren die Zahlen. 54. 78. Beautiful, aren't they? The finish, the wood, the look. Okay. For any time you feel like relaxing with a drink. Oh, wir können es ins Vollbild machen. Aber wie macht es denn aus? Okay, okay, okay. The Road Jack. Geh auf die Straße, Jack. Falls sie Richtung Colorado führt, würdest du wünschen, zurückzugehen? Bürokopfschmerzen. Okay. Wir haben noch das zweite Tape, das wir uns anhören können. Das machen wir jetzt. Hier sollte es doch auch eine Puppe geben, irgendwo. Ford 47 hatten wir. Ein Tape, das mit für Lily beschriftet ist. Okay, hören wir nochmal rein. Hey Lily, it's Daddy. I hope this message gets to you by your birthday. Your mom mailed me some of your drawings the other day. I must say you're getting much better. Like this one of you and mom in the park is really good. And this one with you, it... I know you're probably getting tired of me being away all the time, but that's going to change very soon, okay? And now you've got a recording of me saying it. So before I leave, it'll be your job to play me this tape and remind me of my promise. Until then, happy birthday. I'll be back before you know it. I love you. Okay, also... Hat ja ein Tape zum Geburtstag aufgesprochen. Hat auch gesagt, dass sie ihre Bilder gesehen hat und sie sehr gut findet. Vor allem das mit Mami im Park. Ich glaube, das hing am Kühlschrank. Warte mal, wir nehmen das nochmal raus. Zack. Kühlschrank. Mami im Park. Das hier. Me and Mommy. 1966. Das könnte natürlich auch ein Code sein. Was zum Teufel?
Boah, ich denke immer, das wären Augen, aber es sind Lichtschalter und wir haben sie schon eingeschaltet eigentlich. Weiß, was hier passiert ist. Okay. Okay. Gehen wir mal hoch. Ich glaube, das war draußen. Hä? Falls wir hier nichts finden, gehen wir raus. In den Garten. Da können wir das Eingangstor sehen. Ach, schade, wenn man reinsupt, sieht man nichts. Es ist wirklich cool gemacht, wie sich auch so leicht hier noch die Bäume bewegen. Sehr realistisch. Ich denke mal, die Puppe ist in dem Safe unten. Das Kuscheltier scheint ja nicht mehr hier zu sein. Da ist die Puppe, oder? Die gelbe. Lily. Pure Page, Next Page. Robbie. Robbie der Hase. Okay. We are not moving. Wir bewegen uns nicht vorwärts. Das klingt, als ob die Eltern sich nicht mehr vertragen. Verrückt, ekelhaft. Show and tell went well. Zeigen und sagen lief gut. Neuer Babysitter. Grace oder sowas? Was steht im Gesicht? Klick, 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 klick. Mom schreibt die ganze Zeit nur. Grace hat mich in den Park mitgenommen. Als wir zurück waren, war sie immer noch am Schreiben. Wir haben etwas hinter dem Park gefunden. Ein Büro, ein Office. Grace sagte, dass wir ein Geheimnis gesehen haben. Wanda. Grace beobachtet mich. Open. Autounfall. Okay. Die Puppe, das ist diese gelbe. Lily! Komm gleich. Weiteres Tape. Baby Lily. Normalerweise würde ich natürlich sofort losrennen, wenn meinem Kind was passiert, aber es ist ja ein Spiel. Hier geht es erst weiter, wenn ich runtergehe. Das weiß ich. Okay, so wie man wie Hemingway schreibt. 5 Tipps, um genauso wie der Meister zu schreiben. Schreib einen wahren Satz. Halte immer für den Tag an, an den du dich erinnern kannst und was als nächstes passieren will, dann bleibst du niemals hängen. Gut für Kurzgeschichten. Denk niemals über die Geschichte nach, wenn du arbeitest oder spielst. Du wirst die Sache eh vergessen, die du geschrieben hast. Lass den Brunnen nachts nachfüllen. Na, nichts anderes zu tun, steht da oben noch drüber. Wenn es Zeit ist, wieder zu arbeiten, fang immer damit an zu lesen, was du soweit geschrieben hast. Mach Emotionen, beschreibe sie nicht. Okay. Benutze diesen Ort für ein paar Ideen. Wir haben diese leere Seite für dich gemacht, dann lieber Schreiber, um einige Ideen loszulassen, um von der Legende inspiriert zu werden. Okay. Ich starre, ja, den toten Mann an auf dieser Seite. Sein Hinweis. Die Worte, die er vielleicht gesagt hat, oder die einfach nur alle Magazine benutzen, um schlechteren Schriftstellern was zu sagen, so wie mir selber. Ich starre Lily an, wie sie mit Grace spielt.
Sie merkt, dass ich sie ansehe und lächelt. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, dass ich ja darin versage, sie wahrzunehmen. Ich starre in sein Büro, immer sauber, niemals überfüllt oder besetzt. Ich sehe auf diese leeren Seiten in der Schreibmaschine und ich sehe und ich starre nichts an. Ich starre einfach nur. Okay? Ah, dann ist das vielleicht das Zimmer der Frau, weil sie scheint ja... Mommy is always typing, hat sie ja geschrieben. Also, Mom tippt immer nur. Möglicherweise wollte Mom also... Was zum... Sie beobachtet uns schon wieder. Aber muss mir eben noch zu Ende gucken hier, ne? Dann komme ich zu dir. Hey, Babe. Babysitter, meine ich. Ja! Ah! Ich wusste es. Ist der scheiß Licht? Ja! Ah! Das Radio. Warum immer in diesem Raum? Ach, der Lichtschalter. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Erstmal ein Bier. Pillen. Warte mal, warum sind da Pillen? Haben wir das schon gelesen? Lilly wieder, haben wir schon gelesen. Aber das mit den Pillen, da bin ich mir nicht sicher. Und dem Alkohol, das war auch vorher nicht. Das war auch nicht, als wir das gelesen haben. Oh, sorry. Ist ein bisschen tricky, das Spiel. Hier ist noch was. Blut auf Text. Ah, verstehe. Ach, das ist ihre, ja, das ist ihre Schreibmaschine. Da ist ihre Schreibmaschine. Hier können wir noch was öffnen. Da ist aber nichts drin. Doch, da war noch was. Nee, ist die Tür. Okay. Verstehe. Also das ist das Zimmer der Mutter, die gerne schreiben wollte. Schriftstellerin werden. Wie Hemingway. Fuck! Ist das dunkel. Wenigstens haben wir ein paar Lichter. Wir müssen noch in den Garten. Lilly? Oh. Stimmt, ist ja, irgendwas ist ja umgekippt. Was? Warum ist das kaputt? Lilly? Das ist übrigens wieder diese... Zwar stark modifizierte, aber sie ist es. Die Horror Game Engine. War da was in dem Fenster? Die Unreal Engine Horror Game Engine, ne? Ihr wisst schon. Das ist ein großer Teddy. Lilly? Hast du dich im Schrank versteckt? Ich Kiste aufmachen? Gucke, weil vielleicht gibt es hier noch irgendwo diese Seiten, diese Sammelseiten, weißt du? Okay, was ist hier? Das Licht war schon an, okay. Lilly muss hier in diesem Schrank sein. Die gelbe Puppe. Und die schwarze Puppe. Sammeln sie alle. Oh! Ja! Da brauche ich ein Beruhigungswasser. Der Bart ist zu lang. Okay, Leute. Weiter geht's. Hey,
ist wieder der Hase oder der Teddy oder so. Ich muss hierher. Lily? Believe in yourself. Glaub an dich. Das Stück Kuchen, das sie sich genommen hat. Aber was echt gut ist an dem Spiel, eigentlich ist hier nicht viel, aber du kannst halt so viel Geschichte lernen, wenn du dich einfach nur umguckst. Zum Beispiel auch, dass sie Schmetterlinge mag. Und es war ja in diesem Bild mit den Schmetterlingen, die eingerahmt waren irgendwie. Und irgendjemand fand das krank. So sah es zumindest aus. Lily? Da hinten ist eine Tür auf. Oh! Mag das gar nicht. Warum gibt es hier nirgends so einen Lichtschalter? Ah, hier gibt es einen. Er geht natürlich nicht. Da muss man schon zweimal hingucken, ne? Ah, ist eine Sammelseite. Okay. Was ist hier? Die Tür, die abgeschlossen ist. Alles abgeschlossen. Die Natur einfangen. Diese Fotos wurden von der Pentacon Praktika aufgenommen. Eine unserer Lieblingskameras auf dem Markt aktuell. Die Praktika ist das neueste von innovativer deutscher Ingenieurskunst. Und falls Sie in die Naturfotografie interessiert sind, dann ist diese Kamera definitiv wert, ja, sich angeschaut zu werden. Lily würde sie lieben. Kauf ihr nicht noch eine Puppe. Foto von Calvin Mano, ein Schmetterling. Foto von Maddie Baker, ein Hirsch. Ein Hirsch. Rise up. Scheiße. Oha, alles klar. Sehr, sehr dunkel. Sie beobachtet dich. Erinnere dich daran, was Mom gesagt hat. Was hat Mom denn gesagt? Oh! Okay, in die Richtung gehen? Ja. Leute, findet ihr das Spiel auch so spannend? Okay, ja. Draußen? Ist es unten? Ich glaube, es ist unten. Ich will da runter. Warte mal. Ich habe da noch ein Tape gefunden. Ich hänge das mal eben dazwischen. Und zwar Baby Lily. Hatten wir noch nicht. Gut zu hören. Achso, play. I'm finally back home after spending what felt like an eternity at a hospital. Everything seems so surreal, like, what do we do now? Neither of us have parents around anymore to ask questions, so Eli bought 9 different How to Parent books. It's funny how little he knows about taking care of a little human, but at least he's really trying. I may not have all the answers, but that fact relaxes me. Okay, also, es handelt davon, dass die Mama mit Lily gerade nach Hause gekommen ist nach der Geburt und ihr Mann, Eli,
Also nicht wir, hat 9 verschiedene Bücher gekauft, wo sich ums Elternsein dreht, ne? Aber sie möchte einfach nur entspannt sein und wird es schon irgendwo hinkriegen. Also irgendwie so habe ich das verstanden. Also irgendwie so. Ich frage mich, ob wir irgendwann an diesen Safe kommen hier. Im Moment können wir noch nichts tippen, aber wir haben so einige Nummern und Zahlen schon gefunden, die ja dafür sprechen würden. Besser. Ich wusste es. Ich dachte, wir kriegen die Taschenlampe. Sind wir denn dieser Babysitter, dieser Psycho-Babysitter? Camp. Center for Applied Memory Pharmaceuticals. Da haben wir den Artikel gelesen. Okay, ich dachte, da hockt einer. Sind wir vielleicht... Exit. Machen wir haben wir bei eben irgendeinem Experiment mitgemacht? Oh Gott, ey. Wegen unserer Gedächtnisverlust oder so? Was ist hier? Gar nichts ist hier. Die scheiß Puppen, ey. Warum brauchen wir Puppen bei sowas? Ich muss sagen, das Spiel ist gut. Viel besser, als ich dachte. Ich hoffe, ihr seht das auch so. Dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und ein Abo, ja? Um den Kanal zu unterstützen. Ist wirklich lieb von euch. Vielen Dank. Wishing Peggy from Admin a happy 42. Geburtstag. Okay, Peggy wünschen wir von der Administration, von der Verwaltung einen schönen 52. Geburtstag. Kommt zur Feier um 1 Uhr. In den Pausenraum. Bitte sagt Linda Bescheid, welches Essen ihr gerne haben möchte. Achso, welche Allergien, auf welches Essen du allergisch bist. Okay. Kann ich das hier noch drehen? Zoom Slide. Nur Zoom Slide, nicht umdrehen, okay. Detective Agency Spyglass. Unbekannter Name, Date of Birth, unbekannt. Man weiß nur, dass er blaue Augen hat und blonde Haare. Langes Haar, Gesichtsbehaarung, also Bart. Nichts ist in den Records, also in Aufzeichnungen. Unbekannt gesehen, kein zweites Foto. Okay, ich habe diesen Typen in einem archivierten Camp-Training-Video gesehen. Dieser stand wirklich heraus, oder stach wirklich heraus. Keine Hinweise im Video, oder kein Hinweis wurde jemals im Video gezeigt, aus Trainingsgründen. Und dieser Typ passt nicht in den normalen, sauberen, sauber geschnittenen Look, den Camp eigentlich sonst macht. Er würde eher als Hippie durchgehen. Ein totales Mysterium. Okay, merken wir uns mal, ein komischer Typ. Ein komischer Typ in einem Werbe- oder Schulungsvideo. Alter, das klingt, als ob diese Puppen sich bewegen. Wirklich creepy, ey. Was war das?
Hä? Was? Inmates. Training Video Actors. Okay. Was ist das? 85 Daten. Können wir irgendwas aufmachen hier? Noch mehr Püppis. Ey, ihr geht mir auf den Sack. Okay. Da steht was an der Tafel. Disrupt the circle. Unterbreche den Kreislauf. Oder störe den Kreis. Okay. Alter, die verfolgen mich gleich bestimmt. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Vermutlich einfach so. Das ist eine Puppe, kein nackter Mensch. Nur nochmal für den Algorithmus. Ein Spiegel mit einer Nachricht. Jetzt muss ich selber schon blinzeln. Ach, der Klassiker mit Wasser auf dem Boden. Keine versteckte Botschaft. Es passiert so sicher, wie dass man die Uhr nachstellen kann. Jedes Mal, wenn ich Lilly dazu bringe, ins Bett zu gehen und das Radio in dem anderen Raum einen seltsamen Song spielt, dann geht es aus im Hintergrund oder sowas. Erst dachte ich, es wäre ein automatisches System von Sortierungen, Sorts, von, Automatic System of Sorts, Eigenschaften. Aber heute Nacht habe ich Lilly noch eine Stunde länger wach gelassen als gewöhnlich. Und es hat nicht angefangen zu spielen, exakt bis zu dem Zeitpunkt, bis ich sie, ja, tucked in, ins Bett gebracht habe. Ich habe wieder gerufen, weil ich dachte, sie wäre irgendwie in dem Raum. Er hat sich beeilt, nach Hause zu kommen, hat die Tür geöffnet und nichts. Ich weiß, es ist nicht nur alles in meinem Kopf. Irgendwas geht hier vor sich. Finish tucking. Lilly into bed. Jedes Mal, wenn ich fertig bin, sie ins Bett zu bringen. Wird in dem anderen Raum ein seltsamer Song gespielt. Und dann hört er sofort wieder auf. Ist das dieser seltsame... Dieser seltsame Song, der auch in dem Radio gespielt ist? War? Wahrscheinlich schon. Wenn ein Schatten aus dem Nichts auf einmal erscheint. Das ist dieser Raum. Sind da oben Menschen? Nichts, wir sind eine Spiegelung. Ein weiterer Spiegel. Es fängt jetzt an, zu an zufälligen Zeiten zu spielen. Manchmal renne ich hoch. Die Treppen hoch, wenn ich es höre. Aber mit der Zeit komme ich so nah dran, dass ich es ausmachen kann. Ich weiß, irgendjemand ist hier drin und spielt mit mir. Wenn es nur nicht abgeschlossen wäre. Warum gibt es keinen Schlüssel für diese Tür? Da geht's schon wieder los. Es spielt immer wieder und wieder. Ich muss Lilly fragen, ob sie es auch hören kann. Okay, sie kann es
nicht hören. Noch nicht mal, wenn es direkt vor ihrem Schlafzimmer spielt. Sie muss damit drin stecken. Okay. Also die Mutter ist irgendwie durchgedreht. Man denkt, sie wird verarscht oder so. Ja, sie schreibt, ja, hat ja auch komische Sachen in ihrem Tagebuch geschrieben. Nicht Tagebuch, diese Testschreiberei. Ich sitze außen vor der Tür und ich höre dem zu, momentan. Das ist mir noch niemals aufgefallen, aber da spricht jemand in dem Song. Diese Tür, ich kann nicht herausfinden, was sie sagen. Wenn ich nur näher dran wäre, warum gibt es keinen Schlüssel dafür? Was sagt es? Ich muss da reinkommen. Was, wenn es mir die Antworten gibt? Antworten zu dem Song. Ich werde da schon irgendwie reinkommen, selbst wenn ich die Tür aufbrechen muss. Ich kann sie jetzt hören. Es macht jetzt alles Sinn. Da ist wieder die gelbe Puppe. Ich habe die Welt. Fuck you, Spiel. Wirklich? Ich habe die Wählscheibe gedreht, aber es wird nicht lauter. Habe ich irgendwas Wichtiges verpasst? Warum sprechen sie nicht lauter? Achso, vielleicht auch die Lautstärke gerade. Ich muss reingehen. Ich habe das Radio, keine Ahnung, dissekt, geöffnet, aufgeschraubt. Aber ich kann sie immer noch nicht klar hören. Die Musik wird einfach nur lauter und die Stimme wird leiser. Was? Jetzt kommt es aus dem Schrank. Aus dem Wandschrank. Ich öffne es. Nichts. Die Stimme ist jetzt überall. Es spielt mit mir. Spielt mit mir. Lilly spielt mit mir. Die Musik hat aufgehört. Sie schreit. Ich weiß, was ich verpasst habe oder was ich nicht beachtet habe. Sie wiederholt es immer wieder. Ich bin nicht sicher hier drin. Warte mal, muss ich da nochmal hin? Hatten wir das schon? Schon. Und wo kommen wir hier hin? Ah! Grünes Licht. Es leuchtet grün. David Copperfield. Ich versuche mal hier reinzukommen. Das ergibt keinen Sinn. Warum ergibt das? Dieser Slider ergibt da keinen Sinn. Naja, ich frage gar nicht erst. Gehen wir zu David Copperfield. Oh. Was ist gerade passiert? Wir sind wieder im Haus, das Telefon klingelt. Okay. Hast du schon wieder geschlafen? Hä? War bestimmt nur ein Traum. Mal wieder. Finally, this is the fourth time I've tried to get a hold of you. What were you doing?
Jesus, you weren't sleeping, were you? Never mind. How's Lily doing? Is she around? Don't worry about it. I do need a favor, though. I'm gonna be later than expected. Could you extend your shift? Meine Sprachdatei fehlt. Ist aber genau dasselbe vom Anfang. Thanks, you're a lifesaver. Go ahead, do her cake. It's in the kitchen. After, get her present and give it to her before she goes to bed. It's a rabbit doll in my room. Upstairs, across from Lily's. It'll be in one of the cabinets. Did you get all that? Was ist das für eine Tür, wo wir rein müssen? Good. I'll call back in a little bit to check up on things. Thanks again. Und nun? Ich war noch nicht draußen. Guck mal. Jetzt können wir es machen. Aber ich weiß nicht, was hier draußen ist. Vielleicht noch eine Tagebuchseite oder so. Irgendwas muss es hier noch geben. Ah, Tagebuchseite oder irgendwie sowas. Ich finde das cool, dass man hier trotzdem noch hinkommen kann. In diesen Außenbereich. Farbverdünner. Ich sollte warten, bis ich eine Taschenlampe oder sowas gefunden habe. Okay. Ah, man kann also hier raus. Der Schmetterling fehlt hier. Da lag ein Schmetterling. Das hat sich verändert. Und es ist 21:45. Ich glaube, vorher war es halb... 21:09. Me and Mommy. Hier hat sich nichts verändert. Gehen wir mal hoch, ne? Immer noch die drei Tapes. Lily. Sagt die Stimme nichts. Wieder genau dieselbe Scheiße hier. Okay, aber das liegt trotzdem da noch. Was ist das? Wieso ist wieder alles genauso? Das ist neu hier.
Ein Fahrstuhl. Was zum? Wahrscheinlich Taste drücken. Was muss ich tun? Ich höre Dinge. Hier ist was. Kann ich drücken. Jemand. Okay. 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 Es geht weiter. Fun Fact. Ich kenne die Art. Die Art von Jumpscare. Okay. Und zwar war das in der Layers of Fear Early Access Version. Die es nicht ins finale Spiel geschafft hat. Zumindest habe ich das im finalen Spiel bei all meinen Durchläufen nicht mehr gesehen. Ziemlich genau so. Ein weiteres Tape. Meryl B8. Da ist der Typ wieder. Scott Malcolm. Mitarbeiterbeobachtungsliste. Senior Instructor 2. Er überwacht Aktivitäten und folgt Promotion. Promotion, okay. Zweite Überwachung. 3.9.73. Jetzt sind wir wieder in 17. Mr. Malcolm wurde. Hat aktiv Übungssubjekte für einen Monat trainiert. Oder Objekte für einen Monat trainiert. Malcolm verbringt weniger Zeit damit, seine Mitarbeiter zu sozialisieren und greift stärker auf Tabaknutzung zurück. Wahrscheinlich als ein Angstbewältiger. Bezogen auf seine Arbeit ist er ein Modellmitarbeiter. Seine Transferrate sind höher als die mit mehr Erfahrung. Malcolm wurde beobachtet und ist sehr sehr genau quasi mit seinen Forschungsmitarbeitern bezogen auf sein Projekt. Durch dieses Verhalten sieht es so aus, als ob er mehr auf Informationen sich konzentriert. Empfehlung. Zeichne Malcolm mit dem Mitarbeiter des Monats Awards aus. Für seine Mühen und seine erweiterten direkten Beobachten auch über die Camp-Büros hinaus. Okay. Was auch immer er beobachtet hat. Jetzt geht's wieder um Camp hier. Hallo? Lass mich raten, wir brauchen eine Taschenlampe. Ein großer leerer Raum. Chucks Raum. Ein Buch, das wir nicht aufheben können. What? Das ist das Wohnzimmer. Aber es ist leer. Und das ist der Flur, aber hier ist kein Telefon. Die Küche. Wo war der Lichtschalter? Irgendwo hier eigentlich. Warum gibt es hier keinen Lichtschalter? Das Esszimmer. Der Kuchen. Sollten wir nicht eine Taschenlampe irgendwo herkriegen? Viertel nach acht.
Oh oh. Psycho. Was hier? Wir sollten so im Kreis gehen. Verwirrend. Aber das Spiel will es so. Ich liebe das. Wenn der Regen so an die Scheibe läuft. Oh, guck dir das an. Was zum... What the... Mitarbeiterbeobachtungsliste. Erste Beobachtung, 18.08.73. Genauso wie letzten Monat wurde Mr. Scott Merkin angeboten und er akzeptierte die Position als Senior Instructor. Genauso wurde Merkin eine zweite Etage Zugriff gegeben und er hat mehr über die Camp-Forschung gelernt. Die Standard Prozedur gibt vor, dass alle Mitarbeiter, die eine zweite Flur, also zweite Ebene Zugriff erhalten, überwacht werden für einen Zeitraum von 4 Monaten. Malcolm wurde als Instructor für das Projekt eingesetzt. Unter dem Vorgesetzten von und er arbeitet direkt mit den Unterdivisionen wieder Psychiatries. Volontäre oder bezahlte Forschungsobjekte zu finden. Wieder. So heißen wir, also so heißt doch hier der Doc, ne? Der Doktor. Camp. Also wie das alles mit dieser Forschungseinrichtung zusammenhängt. Aber es hat schon so ein bisschen was von Visage, finde ich. Also es ist schon nicht ganz so abgedreht, aber es geht schon in die Richtung so. Okay. Au, hier. Nee, doch nicht. Lasse deinen Geist frei. Ach, guck mal hier. Welches Tape hatten wir nicht? Merrill B8. Genius. Ist das nicht aus Half-Life? Kommt mir zumindest bekannt vor hier. Origin of Everything. Hot Bang. Ageless Universe. Also wenn ich Spiele programmieren würde, würde ich auf jeden Fall so Jokes reinbringen. Aus anderen Spielen. Okay, können wir da hinten irgendwie hoch oder so? Ist das ein Fahrstuhl? Oder ist hier gar nichts? Ist das ein Fahrstuhl? Eine Art Fahrstuhl.
Da kommen wir nicht rein. Okay. Da hinten war ja eine Tür. Sieht erstaunlich gut aus, das müssen wir ja schon sagen, ne? Also nur gucken, wie spät es ist. Okay, was haben wir hier? Achte auf deine Schritte. Mhm, gefährliche Umgebung. Verschlafe nicht diesen Deal. Ich nehme Bestellung in meinem Büro an. Limited Sale for Tales from Violet Valley. Tales from Violet Valley, das ist diese Buchbestellung. Sleepy Old Bookstore. Das ist die Bestellung, die der Typ gemacht hat. Camp Guidelines of Research. Okay, die Richtlinien der Forschung. Hallo, wir hier bei Camp streben danach, nach Sicherheit und Exzellenz in allen Forschungsgebieten. Als Forscher ist es deine Pflicht, um diese strikten Regeln zu befolgen. Erstens, warum wird das dunkel? Du musst den Consent and proper training. Okay. Du musst Consent und gutes und abgeschlossenes Training für alle willigen Teilnehmenden niederschreiben. Okay. Respektiere Privatsphäre und Confidentiality. Warum wird das immer so dunkel? Was soll das? Erlaube Teilnehmern zu gehen, falls nötig ist. Informiere Camp, falls irgendwelche experimentellen Ziele erreicht sind, definiert sind, die du unethisch findest. Sieh nichts was mit dem Licht. Teile alle Forschung mit deinem Camp-Vorgesetzten. Okay. Hier ist die Birthday Party. Cafeteria-Menü. Frühstück. Frische Orange, 3 Scheiben Brot, Milch, 2 Packungen Marmelade und Weizenmehl. Tüte Chips. 2-3 Scheiben Brot, Bologna, Apple Juice, Spaghetti. Okay. Herzlichen Glückwunsch zu Scott Malcolm, dass der unser Instructor des Monats ist. Ah, Mitarbeiter des Monats. Camp News. Das ist ein großes Jahr für unser Center. Wir erwarten, dass doppelt so viele Menschen uns besuchen wie sonst, die in unserer Forschung interessiert sind, als in dem letzten Quartal. Okay. Ich hasse das mit dem Licht hier. Sei sicher, dass du die Gäste begrüßt mit einem Lächeln und gib ihnen die Informationen, ein Informationspaket für die Presse mit. Du bist das Gesicht von dieser Forschungseinrichtung und wir schätzen all deine harte Arbeit. Okay. Oh. Okay. Second floor Lobby Doors. Dritte Beobachtung. 9.10.73. Auf der Arbeit ist Mr. Malcolms Verhalten freundlich und nach außen gehend. Sein Verhalten verändert sich aber, sobald er die Arbeit verlässt. Er ist paranoid, ängstlich und vermeidet aktiv Kommunikation mit irgendjemandem, mit allen anderen. Während unserer nicht arbeitsmäßigen Beobachtung hat es gezeigt, dass Malcolm sehr wenig Zeit zu Hause verbringt. Er verbringt die Nächte in zufälligen Motels, die um die Stadt herum liegen. Es gibt kein Muster, wo er bleibt. Und dann ist es immer jedes Mal ein anderer Ort, alle 3 Nächte. Empfehlung. Malcolm hält diesen mentalen Stress in der Position nicht aus. Es muss klar kommuniziert werden, dass er seine Camp-Geheimnisse behält.
Kündigung unter anderen zu Umständen ist vielleicht möglich, um das zu verhindern, oder irgendwie sowas. Second Floor Lock. Lobby Controls. Intercom. Lobby Music, warum nicht? Fans. Lobby. Schließfächer. Fächer. Fässer. Das klang jetzt so nach Fahrstuhl, ne? Vielleicht der da hinten? Also irgendwas hat sich hier geöffnet oder verändert. Ich weiß aber nicht was. Wo haben wir denn drauf geklickt? Achso, Lobby Doors, zweite Etage. Müssen also wieder hoch. Ach, die sind zu, deswegen können wir jetzt hierher, hä? Ah ja, verstehe. Jo, mach mich schwach hier. Noch ein Tape-Player, aber wir haben schon die Tapes gelegt. Da. Ein Geheimnis. Okay. Ja, da kann man her. Aber ich guck erstmal hier. Prozedur ist over, but you are... Okay, die Prozedur ist vorbei, aber dir geht's schlechter. Ah, aber nur für den... Für das Collectible. Können wir die irgendwo einsehen? Collectibles? Nee, wir haben nur die Tapes, ne? Hm. Natürlich. Oh. Das ist mal Forschung. Exit. Was in den dunklen Ecken? Sieht nicht so aus. Ah. Ich habe leider verpasst, die immer zu lesen. Weil ich gar nicht, weil ich dachte, ich könnte das aufnehmen. Vielleicht sehen wir das ja irgendwo noch. Kein Ausgang für mich. Hm? Fernseher. Die Puppe. Keycard wurde deinem Inventar hinzugefügt. Du hattest recht. Sie beobachten mich. Sie beobachten mich, seitdem ich befördert wurde. Sie sehen immer noch nicht. Wissen immer noch nicht, wie sie besser mit dir kommunizieren können. Ich fühle allerdings, wie sie näher an mich rankommen. Ich kann jetzt hier nicht mehr zurückgehen. Ich werde, was auch immer für einen Beweis du willst, besorgen, aber du musst mich hier rausholen. Ich werde bald einen Übungsfilm in 2 Tagen drehen. In der Zeit versuche ich, an was auch immer für Dateien ranzukommen, die ich kann. Du musst weitermachen
und muss den Vita Place übernehmen oder keine Ahnung. Irgendwie sowas. Sieh kein Fernsehen oder hör nicht das lokale Radio, bis wir fertig sind mit dieser Sache. Ich schätze alles, was ihr allein geschafft habt. Was ihr geschafft habt. Scott Malcolm. Okay, Keycard. Hierfür vielleicht. Aha. The mind is the shell to crack. Der Verstand ist die Schale, die wir knacken müssen. Klein und doch kraftvoll. Nur eine Pille brauchst du, um deine Erinnerung zu boosten. Haben sie ihre Erinnerung schon geboostert? Hier wird so einiges überwacht, ha? Ist das After hours, lockdown overridden. Welcome, instructor. Okay, der Lockdown nach der Arbeitszeit wurde überschrieben. Willkommen, Instructor. Instructor. Das ist wahrscheinlich so eine Art Vorarbeiter. Wie kann man es am besten übersetzen? Ich weiß nicht. Hier. Windows. Geil. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Die Tür. Die Tür von dem Haus. Von unserem Haus. E und Q. Würde mich nicht wundern, wenn jetzt irgendwas Gruseliges passiert hier. Was ist denn das für ein Gang? Living Room. Der wieder Living Room. Okay, das ist dieser Elevator. Leichenhalle. Jetzt das Licht aus. Versteh es nicht. Ich will den Knopf drücken. Können einem doch nicht so einen Knopf dahin machen und dann den Knopf drücken. Den Knopf nicht drücken. Ich verstehe nicht, was wir hier sehen sollen. Mogu Mogu, Elevator 1, wieder Living Room. Lobby. Irgendwas habe ich bestimmt übersehen hier. Blink? Okay. Danke, dass du Blink The Last Night gespielt hast. Die Story wird in dem verlorenen Kapitel weitergeführt. The Last Night. Okay, ist ein Episodenspiel. Das wusste ich ja gar nicht. Nice. Also ja, war wirklich ein gutes Spiel. Also, ich bin überrascht. War wirklich gut.
es hat viele, viele Sachen so aufgegriffen, die man schon aus anderen Horrorspielen kannte, aber halt doch recht gut umgesetzt und grafisch auch sehr schön und auch ansonsten ziemlich, ziemlich gut umgesetzt. Ich hatte immer das Gefühl, man hätte vielleicht noch an anderen Stellen kommen können. Zum Beispiel brauchte man eine Taschenlampe. Die lag ja da in dem Wohnzimmer, als dann dieses Babysitter-Viech, die Olle halt da irgendwie rumstand. Also, da hätte man vielleicht auch an die Taschenlampe drankommen können, aber sie hat mich dann ja erschrocken in dem Moment. Da kam ja der Jumpscare. Also, war eine gute Mischung aus Jumpscares, die quasi, nicht so häufig waren und entdecken und so. Aber die Story habe ich jetzt nicht verstanden. Und warum es Blinzeln heißt. Wer weiß. Vielleicht wird im nächsten Kapitel mehr über die Story bekannt gemacht. Das sieht ja auch irgendwie nach Überwachung aus hier, ne? Es scheint ja irgendwas mit Überwachung zu tun haben. Vielleicht darf man nicht blinzeln oder so. Na, mal sehen. Okay, ich fand es jedenfalls cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wenn das Ding hier weitergeht, dann werden wir das auch noch weiterspielen, auf jeden Fall. Haut rein, Leute. Ciao.